Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem Video 142. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und zeige euch, was ich so alles Schönes gemacht habe auf der Modellbahn letzte Woche. Und darum soll es heute auch wieder gehen. Und zwar werde ich jetzt mal ganz kurz in den Live-Part reinschalten und wenn er vorbei ist, melde ich mich drunter. Und dann, aber jetzt komme ich nicht hin. Jetzt ist wirklich die Kamera hier im Weg und dann wird hier da das Loch reingebohrt. Das ist eine relativ entspannte Geschichte. Und wie das angeschlossen wird, da kommen wir separat nochmal dazu. Habe ich zwar auch schon zig Videos gemacht, aber ich werde es wahrscheinlich im Folge der Reihe nochmal mitmachen, weil ja, damals ist schon eine ganze Weile her und hat sich vielleicht auch ein bisschen was getan. Ja, das war kurz, wie versprochen. Ja, darum geht's heute, hatte ich ja schon gesagt. Es ist an der Zeit, diese Weiche jetzt endlich mal funktionstüchtig zu machen. Die hatte ich ja an der vorletzten Folge eingebaut, hatte die mit Strom versorgt, oder was in der drittvorletzten Folge, ist ja egal. Ich werde es wieder verlinken, oben rechts in der Ecke. Und ja, heute wird sie eingebaut. Und zwar nicht nur einfach eingebaut, sondern wir bekommen den Unterflurantrieb rein. Das heißt nicht bloß den Unterflurantrieb, wie man ihn vielleicht kennt. Okay, meine älteren Abonnenten werden das vielleicht schon kennen von mir, dass meine Unterflurantriebe relativ weit vorne, das heißt nicht relativ, die liegen alle vorne an der Anlagenkante, egal wo die Weiche sich befindet. Und das will ich euch heute noch live zeigen. Das heißt, die es überhaupt noch nicht kennen, sowieso recht herzlich willkommen. Und die es schon kennen, diesmal gehen wir ein bisschen mehr ins Detail rein, denn auch die Elektrik bzw. Elektronik wird heute gebaut und alles, was dazugehört. Hier sehen wir im Hintergrund schon, dass ich jetzt hier ein Loch gebohrt habe neben der Weiche. In dieses Loch habe ich eine kleine Messinghülse gesteckt und da rein kommt jetzt dieser Federdraht, den ich ja gerade mit der Messlehre da gemessen habe, 0,37 mm, also wirklich dünn das Teil, aber sehr, sehr robust. Zuerst knicke ich vorne dort eine kleine Ecke rein oder eine Kante 90 Grad. Dieser abgewinkelte Teil greift in die Weiche, das was ich euch gezeigt habe, wo ich mit dem Bohrer da gleich am Anfang eben bei dem sogenannten Live-Part das gemacht habe, da greife ich dann rein und habe noch einen zweiten Winkel gemacht, der dann in die Hülse gesteckt wird. Das Ganze ist simpelste Mechanik, sage ich mal ganz einfach. Das ist wirklich eine relativ einfache Geschichte. Man muss natürlich versuchen, möglichst genau zu arbeiten, das ist klar, weil gerade der Abstand zwischen der Messinghülse, ja, wenn die Brille nicht aufhört, der muss jetzt, ne? Komm, renn, jawohl. Und ich muss ja das Löchlein da hinten treffen, ja, von der Weiche, wo ich das gleich so einfädeln werde. Ich hoffe, ich zeige das hier, ja, ich denke schon. Und damit kann ich dann die Weiche steuern, indem das Ganze unten dann bewegt wird, gedreht wird, wir werden es gleich sehen. Im Moment fummle ich das Ganze noch da rein. Ich habe es wieder rausgezogen, wahrscheinlich hat es nicht ganz geklappt. Hier sehen wir es jetzt ein bisschen besser. Und zwar habe ich, jetzt muss ich noch ganz, ganz vorsichtig sein, weil der Draht, der Federdraht liegt jetzt nur in der Hülse drin. Der ist von unten noch nicht gegengestützt. Ne? Also im Moment liegt es noch drin. Und wir sehen schon, mit diesem kleinen Draht kann ich die Weiche bewegen. Jetzt habe ich ihn unten schon umgebogen und zwar Richtung Modulkante. Was wir hier vorne sehen, das, was wir da sehen, ist ja das Hauptmodul. Und jetzt kann ich, indem ich den Draht da unten bewege, wie gesagt, eine ganz, ganz einfache Geschichte, kann ich die Weiche jetzt steuern. Und das ist relativ anfälligungsfrei. Nee, es ist nicht anfällig, will ich eigentlich damit sagen. Hier unten sehen wir es schon. Ich habe da ein kleines Hölzchen noch drunter geklebt, das dann nach dem Biegen war da noch ein bisschen Luft, damit es oben nicht rausrutscht, habe ich das jetzt im Grunde genommen damit fixiert. Und da kommen, das zeige ich glaube ich gar nicht mehr, da kommen dann lediglich zwei was ich abisoliere bei Kabeln, so diese Isolierung, die stecke ich da noch drauf. Wir sehen es aber nachher nochmal. Hier vorne ist übrigens jetzt schon der Motor und jetzt seht ihr mal, wie eng das eigentlich ist. Hier sehen wir die ganzen anderen Antriebe, die ich noch habe, zumindest an dieser Stelle, das sind wesentlich mehr. Und übertragen werde ich das Ganze jetzt mit diesem Holzleistchen, was wir hier sehen. Da habe ich mir für Löcher reingebohrt, die sind für die grobe Ausrichtung, für den Abstand. Das werden wir auch gleich sehen. Das Ganze wird mit Sekundenkleber einlaufen lassen ins Holz rein. Danach habe ich es mit Aktivierungsspray gemacht, die Löcher nachgebohrt, so dass mir das Holz nicht mehr aufplatzen kann. Ja, das ist wichtig. Nach dem Bohren ist vielleicht doch ein bisschen locker. Jetzt hänge ich es oben schon in den Antrieb rein und unten jetzt kann ich das über eins von diesen vier Löchern reinstecken und habe sozusagen erstmal eine grobe Ausrichtung, ob die
ob der Antrieb das nach da hinten schafft. Und wir sehen schon, das funktioniert. Ich glaube, einmal habe ich es noch umgehangen. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann man sich das schön einstellen, wenn man das macht. Ansonsten hier sieht man die ganzen Hülsen, die ich da drauf gesteckt habe. Und hier vorne eine kleine Schraube mit einer von der Lüsterklemme halb gesägt. Die Innerei habe ich das dann fixiert. Und das Ganze kann ruhig ein bisschen wackeln, so wie ich hier gerade wackle. Abfallen kann es nicht. Aber das Ganze hat ein bisschen Spielweite. Der Motor oben, der gibt ja auch einen relativen Ruck drauf. Und so fängt das alles im Grunde genommen das unten ab. Man muss es natürlich so einstellen, was aber relativ einfach im Grunde genommen ist. Hier oben sehen wir mal, wie ich es angebracht habe. Auch mit einem Federdraht, in dem Fall einen etwas stärkeren. Den habe ich dann an den Antrieb hinten rangeschraubt. Und so kann ich, wenn ich jetzt hier links das bewege, kann sich meine Weiche dann entsprechend stellen. Kommen wir aber nachher noch mal zu. Jetzt will ich erstmal das Modul wieder runterklappen, dass wir das auch mal sehen. Und das Problemchen, was ich hierbei habe, ich glaube, ich gehe nachher beim Video zeigen gar nicht mehr explizit drauf ein. Ich habe tatsächlich nur, wenn es hochkommt, 5 cm Platz, um den Antrieb unterzubringen. Denn da, wo diese Platte, die wir gerade gesehen haben, die ich runtergeklappt habe, drauf liegt, das ist jetzt im Grunde genommen, wenn wir das hier mal so sehen, ungefähr so im Herzstückbereich der Weiche, liegt die Platte unten auf. Und da kann ich natürlich nichts hinbauen, schon gar nichts Mechanisches. Und deswegen ist das ein wahnsinnig enger Platz, den ich heute nur zur Verfügung hatte. Und aber es funktioniert. Wir sehen es, die Weiche konnte ich eben umstellen. Das hat alles ganz gut funktioniert. Und jetzt kommen wir im Grunde genommen sogar schon zum elektronischen Teil, wie ich mir eine Platine erdacht habe mal wieder. Okay, der Grundgedanke, der stand. Ich habe mir das ja alles schon mal zurechtgelegt, alles schon mal ausgedacht, wo ich mein Modul damals bestückt habe und insbesondere, wo ich mein Stellwerk gebaut habe, da musste ich ja auch einiges mehr einfallen lassen, konnte natürlich die Ideen ein bisschen einfließen lassen, obwohl es hier diesmal ein kleines bisschen anders war, da ich ja alles in einer Platine machen wollte, habe die aber nachher getrennt, das werden wir auch noch sehen, die habe ich also in zwei Teile nochmal getrennt und habe die untereinander angebracht, weil das alles ein bisschen einfacher gemacht hat für meine Vorkommnisse. Hier sehen wir das. Auf der rechten Seite seht ihr das, wo dann der Antrieb oben ist und dann rechts dieser Anschlag, den ich mal gebaut habe. Da dazwischen liegt praktisch das Ganze auf irgendwo. Also zwischen dem Metallbauteil da und dem Winkel, den wir da sehen, ist das alles angebracht. Da liegt die Platte praktisch unten drauf und ich musste mich rechts in diesem Bereich bewegen. Das heißt, der Antrieb musste sich da befinden, die ganzen Kabel müssen sich befinden, die Leiste muss sich da befinden, die ganze Kabellage oben musste sich da befinden, die sollte eigentlich dort mit untergebracht werden, habe ich dann aber auf die linke Seite davon gelegt, obwohl das alles für die Beleuchtungspartner noch gedacht ist. Und jetzt baue ich meine eigenen Schalter, wie sagt man denn, Bilder sozusagen. Das habe ich mir am 3D-Drucker, das habe ich euch ja vor längerer Zeit schon mal gezeigt. Da habe ich mir die einmal in weiß ausgedruckt und einmal in schwarz, jeweils das weiße größer, das schwarze ein bisschen kleiner, so dass ich wie so eine Schablone habe, die man dann auf der Platte sieht. Da habe ich jetzt die Taste rangebaut, da habe ich dann die LEDs angelötet. Wir sehen es jetzt hier schön, da gehe ich jetzt nicht explizit darauf ein, was ich wo gemacht habe. Ist klar, da kommen Vorwiderstände dran und so weiter und so fort. Aber der richtig interessante Part passiert ja sowieso nur auf der Platine. Und darauf gehe ich ja am Ende des Videos noch mal ein, für die es interessiert. Ich glaube, ich habe es sogar schon geschrieben. Irgendwo da ist egal. Jedenfalls die letzten 2-3 Minuten sind nachher noch mal reserviert, wo ich darauf eingehe, wie ich die Platine gemacht habe, beziehungsweise wie ich mir das gedacht habe. Aber das ist nicht wirklich für die es. Guckt es euch an oder lasst es. Ist es euch selber überlassen. Ja, ihr seht auf der Kante, dass ich schon mehrere so eine Schalter gebaut hatte. Ist ja klar, das war ja mein erster Part, den ich damals gemacht habe. Und diese Weiche kam ja jetzt im Grunde genommen nur noch dazu. Und ihr seht, ich habe das alles, was so Löcher angeht, habe ich so aufs Minimum beschränkt irgendwo, dass ich so wenig wie möglich da reinbohren musste. Und wir sehen die Schablone, die hat jetzt die LEDs beinhaltet. Und die zwei Taster, die LEDs sind ja Dual-LEDs, die können ja zwischen Rot und Grün umschalten, sodass ich keine 4 LEDs brauche. Und jetzt verkabele ich das Ganze jetzt hier. Das ist alles kein wirkliches Hexenwerk. Aber wie gesagt, am Ende des Videos zeige ich das nochmal, wie das zusammenhängt, welches Kabel wohin geht und so weiter und so fort. Das wird dann aber nur in der Theorie sein. Aber ich wollte nur zeigen, dass ich es gemacht habe, wie man das macht. Und ihr seht jetzt hier, die Platine ist hier schon nur eine Hälfte der Platine angebracht. Die andere Hälfte kommt nachher ein Stückchen weiter unten. Ich hätte sie auch senkrecht bauen können, aber mir hat das so halt besser gefallen. Deswegen habe ich sie mir zersägt. Und hier rechts sehen wir nochmal den Antrieb, das ist die Weiche 6 auf diesem Plateau. Und jetzt ist hier schon alles
alles dran. Ihr seht, wenn ich da oben tippe, dann bewegt sich auch rechts der Antriebsstrang und die Weiche schaltet sich um. Und hier sehen wir es nochmal von oben. Die Weiche da hinten, die schaltet immer schön um. Funktioniert. Und jetzt kommen wir noch zu den Signalen, weil ich hatte ja gesagt, komplett wird heute gebaut. Und die beiden Signale gehe ich natürlich jetzt auch im relativen Schnelldurchgang nur durch, so dass wir jetzt hier nicht in alle Einzelheiten einsteigen. Das will ich nicht machen. Da langweile ich wahrscheinlich die meisten davon, weil das ist alles, wie gesagt, noch leichter als der Rest, den ich schon gemacht habe. Ich verlängere jetzt lediglich die drei Kabel, die unter jedem Signal drunter sind und schließe die an meiner Platine mit an. Und wie gesagt, die Platine, das kommt ja gleich im Schluss noch mit rein. Da erzähle ich ja gar nicht mehr, weil das habe ich ja beim Basteln erzählt. Und aber wie gesagt, wen es interessiert, ihr könnt es euch gerne angucken. Mich würde es immer freuen, aber es muss ja keiner. Ja, jetzt habe ich das, wie gesagt, hier alles verlötet, habe die ganzen Kabel mit Schrumpfschläuchen versehen und diese dünnen Äderchen da, die müssen natürlich alle in diese Buchbinderrücken noch eingebunden werden. Hier sehen wir es schon, wie es hinten dran ist. Und hier ist auch die zweite Platine unten drunter, die steuert sozusagen jedes der Signale an. Und die Weiche wird oben über das bistabile Relais oben mitgeschaltet und die beiden unteren, die sind dann für die Signale da. Und hier sehen wir den Platz und wie gesagt, links von diesem Dreieck und bis zu der Leiste, da liegt komplett die Platte unten auf. Ich weiß nicht, ob wir es noch mal ein bisschen sehen, ob ich ein bisschen runterschwenke jetzt hier. Ich glaube, ich mache es gar nicht, aber ist ja auch egal. Und auf jeden Fall war der Platz nicht mehr da. Und jetzt sehen wir schon, ich drücke vorne, die Signale schalten entsprechend um. Und die Weiche schaltet sich entsprechend mit. Ich habe das diesmal übrigens nicht über den Antrieb selber gelöst, sondern ich habe das eben alles über Relais gelöst, da ich das die Möglichkeit ja vorne hatte. So habe ich halt die Möglichkeit mit dem Antrieb das noch ein bisschen zu verändern. Jo, dann will ich mal das. Der letzte Part, ich bin ruhig im Verabschieden. Macht's gut. Was ich jetzt hier gebaut habe. Ich habe das hier hinten ja alles jetzt verlötet. Und das sieht natürlich auf den ersten Blick erstmal relativ chaotisch aus. Das ist es aber überhaupt nicht. Hier ist lediglich ein Draht rüber, der hier isoliert ist, weil der hier einmal quer rüber geht. Und zwar sind das die Drähte, die ich eigentlich mal gedacht hatte, die jetzt von den bistabilen Relais die Ausgänge kommen, die jetzt die monostabilen schalten sollen. Das heißt, ein Ausgang ist hier, einer ist hier. Dieser Ausgang geht hierher, dieser geht hier rüber. Das ist das ganze Geheimnis von der Geschichte. Wir sehen es hier schon, wenn wir hintergucken, der weiße Draht, der geht hier hinten lang. Das heißt, der geht hier hinten drauf. Ich hatte ursprünglich geplant, dass ich tatsächlich hier einen Draht unterklemme und entsprechend hier und hier von dort nach da sichtbar schalte, damit man es besser sehen kann. Aber ich habe mir überlegt, das brauche ich nicht. Ich mache mir wieder einen Plan, den mache ich im PC nachher nochmal richtig, den zeige ich euch noch und dann passt das. Als Eingänge hier drüben, weil das sind ja 18 Volt, hier geht ja 18 Volt einmal rein. Ich habe es hier mit R gekennzeichnet, also mit Rot und einmal mit Schwarz, damit ich nicht immer bei Wechselstrom Plus und Minus sagen soll. Aber normalerweise spricht sich das leichter mit Plus und Minus. Obwohl es ja bei Wechselstrom keiner ist, aber ist ja auch egal. Und zwar habe ich jetzt hier noch die Schutzkondensatoren davor geschaltet. Die gehen also hier auf die beiden Kontakte mit drauf von den Relais, dass die 18 Volt gut schalten können, dass es keine Probleme gibt, dass die mir nicht wegbrennen und so weiter und so fort. Die liegen also tatsächlich, wenn wir hier hinten mal reingucken, hier an der Seite gehen die hier drauf, verschalten alles miteinander und hier auf der anderen Seite das Gleiche. Und hier natürlich auch wenn man es jetzt ein bisschen schlecht sieht, der geht tatsächlich von hier nach darüber, verbindet eigentlich den ganzen Zweig jetzt hier miteinander. Das heißt, hier sind ja die Kontakte, sind ja dann wieder mit an die Relais angelötet. Hier oben kommen die beiden Weichen dran, die im Grunde genommen gehören dann immer zwei Pole zusammen. Das werden wahrscheinlich die unteren sein, weil die jetzt hier auch unten auf dem Relais auf den gleichen liegen werden und die anderen schalten dann entsprechend die Weiche hier oben nach links oder nach rechts. Und parallel dazu habe ich natürlich, weil das von hier gesteuert wird, dem bistabilen Relais, im Grunde genommen so, dass wenn das eine Signal kommt von hier und hier rüber geht meinetwegen, die Weiche in die Richtung schaltet, ist es hier auf der anderen Seite auch so, dass das Signal dann der dritte Draht oder der zweite, hier oben ist ja einmal der Eingang, das wäre der hier, und der schaltet sich ja über das Relais entweder nach dort oder nach dort und schaltet dann entweder nach Rot oder Grün, wie auch immer das ich anschalte, spielt ja überhaupt keine Rolle. Das müsste ich dann in der Theorie in der Praxis ausprobieren. Hier oben sind die beiden Taster, die von meinem Stellpult im Grunde genommen kommen, und dann entscheidet entsprechend hier die
Relais alle um. Das ist im Grunde genommen eine relativ einfache Geschichte, wenn man erstmal drauf gekommen ist, wie es am leichtesten geht. Und der andere Pol, ich sag mal, hier ist Minus, hier ist Plus, wäre auch völlig egal, wie rum ich das schalte. So wie ich hinkomme mit den Drehtchen, kann auch das Minus und das Plus sein. Und hier ist entsprechend, wie gesagt, die eine 18 Volt Geschichte und die anderen, die gehen dann, wir müssen ja gucken, wenn wir jetzt von hier kommen, sind das ja diese, die auf die Weisen drauf gehen, ist hier einmal 18 Volt und hier entsprechend die andere 18 Volt und somit können wir das dann mit 18 Volt schalten und dann ist die ganze Sache erledigt. Und hier kommen dann die Riedkontakte von außen mit runtergeklemmt, einmal hier und einmal dort, sodass die das dann anstelle von dem auch schalten können und gut ist. Die hätte ich auch genauso gut jetzt bei 12 Volt hier unter die Taster machen können. Dann wären die komplett mit 12 Volt eingespeist worden, dann hätten die Geschichte genauso gespeist. Wäre auch möglich gewesen. Also es ist dadurch, dass ich überall die Kontakte hier noch dran habe, ist im Grunde genommen alles möglich, was ich irgendwo nur als Idee hier einbringen kann. Ich muss lediglich wissen, dass ich den, wie gesagt, hier rüber geschaltet habe und den hier rüber und der ganze Rest ist alles offen. Ja, mit dieser Bauart jetzt hier. Und das war mein Ziel im Grunde genommen. Das hatte ich ja bei dem Bistabilen, was ich ja für die Anlage gemacht habe, auch nicht anders gemacht. Ich habe alles miteinander so verarbeitet, dass ich hier mit Steckkontakten arbeiten kann, wie man das auf den Steckboards kennt. Die kann ich hier drauf machen. Ich kann es verlöten, wie ich das will, aber das spielt heute überhaupt keine Rolle. Wir sind ja bei dem Ding und ich denke, das wird so funktionieren. Das werde ich einbauen und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft, wie ich überhaupt mit der Zeit hinkomme, ob wir alles nehmen.